Wir haben es geschafft. Es war ein langes Hin, ein langes Her. Was wir mitfiebern mussten, wie wir zurückgefallen sind und dann wieder zurückgekommen. Wie wir ganz oben waren und dann ganz unten. Es war wirklich eine packende Saison, voller Emotionen. Und es gibt jetzt noch ein Spiel. Wenn wir das verlieren, sind wir punktegleich mit Hertha. Aber Hertha müsste 29 Tore schießen und wir halt 29 bekommen. Ist auf gut Deutsch möglich. Selbst wenn wir 10-0 verlieren und Freiburg und Hertha 10-0 gewinnt, haben wir immer noch das bessere Torverhältnis. Und deswegen ist es eigentlich unmöglich, dass wir unser Ziel noch verlieren. Wir haben es tatsächlich. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Wirklich gerechnet habe ich damit mal nicht. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also, es war ein Zittern bis zum letzten Tag, weil natürlich möchte man sich so schön wie möglich verabschieden. So, jetzt möchte ich mal wissen, wer uns im Schicksalsspiel schlechthin die Tore gemacht hat. Das war zum einen Xhaka, zum anderen Kruse. Und Spieler des Tages war Xhaka. Granit Xhaka. Yeah, you know, Granito, 3 goals in 23 games, yeah, he's a motherfucking gangster, yeah. Ja, Freunde, ich übe gerade viele Stimmen ein, dass mein Let's Play noch lebendiger wird. Ich übe gerade daheim wirklich viel, mir tun die Stimmen oft weh, weil ich richtig viele Stimmen einübe, dann auch schon beim neuen Mikro, was ich hoffe wirklich, dass das gut ist, dass wir richtig blamabel und nicht gut wäre. Aber dass ich dann so noch mehr bringen kann, nicht nur die typische Bauernstimme, oder ich weiß jetzt genau, was ich den Akzent nehmen soll, aber ich gebe dir diesen Akzent. Der war bei Siegfried aus Pokémon Gold ganz gut, ist der angekommen, muss man schon sagen. Dann gibt es natürlich die etwas höhere Stimme, an der muss man natürlich immer auch arbeiten. Dann gibt es natürlich auch die Quietschstimme. An der arbeite ich gerade komplett, weil die mir überhaupt nicht gefällt. Ich will diese Quietschstimme endlich gut zusammenbringen. Hallo? Das wird noch nicht. Übe ich gerade sehr, sehr viel. Ich probiere sehr viel so zu reden, dass das auch funktioniert. Dann der Schweizer Dialekt, der gelingt mir meistens spontan nicht ganz gut. Außer wenn ich jetzt, das kenne ich sicher, ha ja, schleck mal ja, ha ja. Und dann komme ich wieder in diesen Akzent rein, ich muss immer. Eine Zeit lang habe ich bei Dragon Ball, Advanced Adventure und auch bei Pokémon ab und zu im Schweizer Dialekt geredet. Da habe ich mir wirklich, bevor ich aufgenommen habe, so oh ja, schleck mal ja, das Ganze eingeredet und dann ist das mit dem Akzent gegangen. Ja, so ist das halt. Aber es klappt nicht immer gut. Dann gibt es natürlich auch den typischen Österreicher Dialekt, den ich halt als Österreicher habe, aber den kann ich am wenigsten gut. Das tut mir auch ein bisschen weh, ne? Wo wir auch schon bei ne werden, dann gibt es natürlich auch ein bisschen deutschen Dialekt. Dann natürlich übe ich gerade auch sehr viel an diesem, ich sag mal, Anime-Japano-Dialekt, so, weiß ich nicht, wenn ich hier mal so vorlese, nenne ich die Werbung, das kommt blöd rüber, so. An der übe ich auch noch sehr viel, das heißt, die kann ich noch nicht so gut. Die heutige Zeitung, Zeitung ist ja nur, nein, kann ich gerade nicht, oh Gott. So ungefähr geht's dir, ich übe gerade sehr, sehr viele Dialekte und Stimmen. Aber ich kann natürlich noch nicht alles, das ist alles reine Übungssache und ich übe wirklich, ich übe und übe und übe und übe sehr, sehr viel. Wow, warum ich das jetzt erzählt habe, weiß ich nicht, das passiert mir einfach nicht so. Gut, wir haben das Ziel erreicht und jetzt kommen einfach mal, wisst ihr was, ich trainiere einfach nicht mehr, kein Bock mehr, nein, kein Bock. So, die Nachrichten. Gut, so, hi. Gucke deine Videos! Also Entschuldigung, der Name. FC Dubl Garmi. Ja, gut, muss ich ja dann noch vorstellen. So. Ich gucke deine Videos, die sind echt cool. Bin momentan auch Borussia Mönchengladbach. Bin gerade erst in 20 Spielen 19 gewonnen und ein Unentschieden. Deine Taktik bzw. Aufstellung ist sehr gut. Weiter so. Ah ja, bin erster. Ja, das ist natürlich. Freut mich, dass du mit meiner Aufstellung erster bist. Nee, die Aufstellung, die ich hier habe, die ist wirklich mit Taktik eigentlich funktioniert. Von 10 mal, 9 mal funktioniert die wirklich. Einwandfrei, bin richtig Dings und ich zeig dir auch gerne anderen. Und dann habe ich natürlich, fleißig wie ich bin, schon in der Früh, also in der Früh um 3, halb 4, okay, am Nachmittag geantwortet.
Freut mich, dass es bei dir klappt und danke, dass du meine Videos schaust. Und viel Glück für den Rest der Saison. Danke. Ja, tolle Videos machst du. Oh, du bist so süß. Nein. Was? Ach, hört auf, mich so viel zu loben. Dann werde ich noch irgendwann ein arroganter Dreckskerl und werde nur noch so herumgehen. Yeah. Ja, ich werde, wenn ich arrogant werde, Englisch reden, okay? Yeah, I'm a Aerogen. Chili Green Festplatte hier, so, motherfucker, yeah. You're not too good for me. I'm better than you. Huh? Und so weiter. Nee, natürlich nicht. Es freut mich jedes Mal, wenn ich ein Lob bekomme, egal von wem, egal wie oft, egal was. Es ist einfach jedes Mal. Springe ich dreimal in die Luft, zweimal breche ich mir ein Bein, deswegen bin ich so oft verletzt, weil ich sehr tollpatschig bin in dem Sinne. Und ja, nee, wirklich, 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 wirklich danke, ja, FC Double Jeremy. Liebe deine Videos, hat er auch nochmal geschrieben. Du hast gewonnen, weil ich gegen ihn gespielt habe. Habe gerade gegen Bayern mit Frankfurt 8:0 auswärts gewonnen. Ja, was antworte ich natürlich als professioneller Sportsmann? Dann wirkt diese Niederlage eh nicht so schlimm. Boah, das klingt jetzt, wenn ich nochmal lese, echt gemein. Ja, es tut mir leid, sollte das böse rübergekommen sein. Es war eher so gemeint wie, ja, wenn es da 8:0 gewinnt, dann ist ja schon wurscht, dass da jetzt verloren hast. Das soll nicht so klingen wie, ja. Aber du verstehst das schon, oder? Wenn du es verstehst, schreib mir A, B, C, D, E, F, G und fertig. So, gut. Gut, gut. Sonst habe ich eh nichts bekommen. Nein. Dann kurz FC Double Jeremy, wie immer. Whit. So. Männlich, wer hätte es gedacht? Aus Deutschland, war zuletzt online vor einer Stunde. Und ja. Hat einmal sein Ziel verfehlt, einmal sein Ziel erreicht mit Gladbach. 80 Spiele, davon 50 gewonnen, ist stark und hier nochmal der Beweis, dass er mich nicht anlügt, muss man wieder schauen. Gladbach ist erster und das ist schon mit 5 Punkten Vorsprung nach 20 Spielen, das ist durchaus, würde ich mal sagen, schön, 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 schön. Ich freue mich, dass euch das alles so gut gefällt, ich würde den Part dann heute auch schon gerne beenden. Ja, was soll ich sagen, wir haben das Ziel erreicht, wir sind zufrieden, unser Vorstand auch. Morgen kein Part, weil kein Spiel, das heißt wahrscheinlich erst wieder übermorgen ein Video. Am Montag, vielleicht schon mit neuem Mikro, aber es kommt wahrscheinlich erst Dienstag oder Amazon. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!